berühmt und berüchtigt, multikulturell und offen. Neukölln ist ein Bezirk der Gegensätze, immer gut für Schlagzeilen. Den Weg vom Schmuddel-Image zum hippen Szeneviertel ebnete vor allem Kultur. Zum Beispiel Berlins größtes Kunstfestival 48 Stunden Neukölln. Wie sich die Corona-Krise auf diese Entwicklung auswirkt, das haben wir Akteurinnen aus Kunst, Kultur und Politik gefragt. Das ist natürlich prekär. Also es ist halt eine komplette Sparte. Komplett alle Kreativschaffenden können gerade nicht ihre Arbeit ausüben. Die ganze Sparte steht still. Genau das, was quasi eine Kneipe auch ausmacht, ist einfach nicht mehr möglich dadurch. Die Regelungen, die ja von ziemlich früh die Kneipen getroffen haben, aber noch viel härter natürlich die Clubs, haben natürlich den Betrieb erstmal zum Erliegen gebracht. Die Gefahr ist halt, dass die kleineren Projekte, die jetzt ökonomisch natürlich immer nicht so perfekt laufen, dass die eigentlich zumachen. Und dass sich halt so größere Ketten, größere Kneipenketten oder sowas stärker etablieren. Ja. An 48 Stunden, das ist das Besondere, es ist sehr basisorientiert, es ist unheimlich niedrigschwellig, Kunst ist überall und man findet Kunst in seinen verschiedensten Formen an den ungewöhnlichsten Orten und das ein ganzes Wochenende lang. Wir mussten letztes Jahr eine digitale Festival-Ausgabe machen und haben uns bemüht, die Kunst so gut es geht ins Netz zu bringen. Wir hatten ungefähr 10.000 Menschen, die unsere Website dann am Festivaltermin besucht hat, was für uns natürlich ein riesiger Einbruch ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass dafür, dass Pandemie war, wir überhaupt stattfinden konnten, war es ein wichtiger Beitrag. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es natürlich gut, dass wir alles ins Digitale transferieren und schauen, wie kann Kunst auch zugänglich gemacht werden und wie kann Kunst auch ins Digitale gewandelt werden. Aber nicht jede Kunst kann einfach digital gezeigt werden und wirkt vielleicht auch gar nicht. Das heißt, die nächsten 2 Jahre stehen tatsächlich eher unter dem Motto, wieder ein Stück der Normalität des Festivals zurückzugewinnen.